Wir sind heute in Berlin, um eines der innovativsten und spannendsten Projekte unter die Lupe zu nehmen, die das Nutzfahrzeugsegment im Augenblick zu bieten hat, nämlich die Fortbewegung mit zwei respektive drei Rädern. Ich bin verabredet mit zwei Experten im Bereich Cargo Bike, nämlich mit Vassili und Arne. Was ist das Besondere daran, an den Vehikeln, die wir jetzt gerade vor uns haben? Cargo Bikes, moderne Cargo Bikes mit E-Antrieb können eine ganz interessante Alternative im Wirtschaftsverkehr sein. Da tut sich gerade eine Menge. Wir sehen neue Akteure, neue Hersteller da in den Bereich reinkommen, wie zum Beispiel Sortimo, und das ist eine ganz spannende Entwicklung, findet da statt. Was macht die Sortimo Bikes tatsächlich so spannend, dass wir uns hier getroffen haben? Klar, sieht man ja sofort, ne? Ist geneigt. Das heißt, in der Kurve fliegen nicht alle Sachen, die hier auf der Fläche drauf sind, an den Rand und das Rad kippelt hoch, sondern die Räder bleiben konstant auf dem Boden und man hat ein total sicheres Fahrgefühl. Und besonders wichtig finde ich auch noch bei dem Antrieb, dass man einen Mittelmotor, der relativ wartungsarm ist, wird kombiniert mit einem Riemenantrieb, der anders als eine Kette eben quasi nicht zu warten ist, und eine stufenlose Schaltung im Hinterrad, Scheibenbremsen. Also das sind alles Komponenten, wo man sagen kann, das ist einfach grundsolide. Von daher für den professionellen Einsatz, wo es nicht ausfallen darf, denke ich, wirklich eine gute Wahl. Also hier bei der Cargo Unit haben wir oben einen Stauraum drin und seitlich Systemschubladen für Werkzeug. Toll für Handwerker. Hier haben wir eine etwas offenere Lösung mit einer Gitterbox, Regenschutz drüber und drüben offene Ladefläche für alles, was größer und sperriger ist, kann auch dann links und rechts rüber gucken. Breite Anwendungsmöglichkeiten, muss jeder ein bisschen gucken, was für ihn die passende Lösung ist. Vassili und Arne, jetzt habt ihr vorgestellt, irgendwie, was die Vorteile dieses Rades sind, aber was mich natürlich interessiert als überzeugten Automobilisten, kann ich denn damit auch fahren? Und genau deswegen haben wir uns ja getroffen. Jetzt geht's los! Ja, ihr beiden, beeindruckender Tag, beeindruckende Vehikel, sage ich jetzt mal ganz respektlos. Was ist eure Einschätzung? Hat Spaß gemacht. Die Dinger sind flott. Wir sind an coolen Locations vorbei, schön durch den Verkehr geflossen. Und die spannende Frage ist ja auch, wie hat es dir gefallen? Du bist ja heute das erste Mal gefahren. Ich bin ja ein überzeugter Automobilist. Deswegen ist es fast ein bisschen schwierig, das zu beantworten, aber es macht echt super viel Spaß. Und es ist gut vorstellbar, dass es eben halt nicht nur Spaß macht, sondern dass es tatsächlich auch ein sinnvoller Beitrag ist, um einfach von A nach B zu kommen. Das hat nichts mit Ideologie zu tun. In der Zukunft wird es in der Stadt einfach am praktischsten sein, mit dem Fahrrad zu fahren. Gar nicht unbedingt aus grüner Ideologie, sondern einfach, weil es am schnellsten ist, am kalkulierbarsten. Man kommt nicht plötzlich unerwartet in den Stau und weiß genau, wann komme ich an. Und wenn man dann so variable Sachen hat, ist es auf jeden Fall, denke ich, das Mittel der Wahl in Zukunft in Innenstädten. Aber so die Erfahrung, die du jetzt auch gemacht hast, wir sind ja alte Hasen im Cargo-Bike-Thema, ne? Obwohl das jetzt nochmal eine spezielle, spaßmachende Geschichte ist hier mit der Neigetechnik. Aber die Erfahrung machen wir oft. Leute, die mal drauf gesessen haben, entwickeln einen Spaß dran, merken sofort im Straßenverkehr auch die Vorteile, ne? Also es ist schwer, über Cargo-Bikes sinnvoll zu reden, wenn man nicht mal drauf gesessen hat und auch den Fahrspaß gespürt hat. Was macht das Sortimo Cargo-Bike jetzt zu was wirklich Besonderem? Wo sind Alleinstellungsmerkmale und wo sind die Vorteile? Weil der Anschaffungspreis ist ja nun doch nicht irgendwie aus dem Klingelbeutel zu bezahlen. Also ich glaube, was es besonders macht, es gibt ein paar andere Cargo-Bikes, die auch diese Neigetechnik haben. Das ist halt ein ganz wichtiges Element. Und natürlich die Aufbauten. Also die Qualität aus dem Nutzfahrzeugbereich, was auch die gewerblichen Anwender gewohnt sind, das auf ein Cargo-Bike zu packen von einem großen Player wie Sortimo, bringt eine neue Qualität in den Bereich Cargo Bike rein.
Und vor allen Dingen im Vergleich zum E-Auto haben wir hier nicht das Problem, wenn der Akku mal leer ist, fährt man trotzdem weiter. Wird ein bisschen beschwerlicher, aber man kommt voran. Ja. Was noch hinzukommt, und das haben wir ja direkt hier am Brandenburger Tor auch gemerkt, die Aufmerksamkeit, die man kriegt. Ein Hingucker schlechthin, die Leute packen ihre Handys aus, darf ich mal hier und da natürlich auch dann Werbeflächen. Das ist, finde ich, auch wirklich nochmal ein wichtiger Punkt, auch für die Unternehmen. Ja, die haben ja oft das Problem, dass die Zusteller zum Beispiel jeden Tag dauernd im Halteverbot stehen und die Leute werden ja auch genervt davon. Die werden dann die ganze Zeit angemacht, wenn die mit dem Cargo-Bike kommen, dann haben die eigentlich immer ein Lächeln bei den Leuten auf den Lippen, bei denen sie ankommen. Und das macht für die natürlich vom Berufsgefühl auch einen Unterschied. Was sind auch die Perspektiven, die Cargo-Bikes erfahren? Ist das sozusagen die Größe, die maximal möglich ist? Mit Neigungstechnik, mit der Anfahrhilfe durch den Elektromotor? Oder ist da noch mehr in Zukunft zu erwarten? Also wenn man sich so die Spannbreite von Cargo-Bikes auf dem Markt anguckt, dann liegt das hier von den Größen und Dimensionen so im mittleren Bereich. Ne? Wir haben wesentlich größere, da passt dann hinten eine Europalette drauf und wahlweise kleinere Gefährte mit weniger Zuladung, also was man braucht. Und ob Sortimo da jetzt noch was anderes im Köcher hat und wir da demnächst noch neue Modelle sehen werden, ich bin sehr gespannt, mich würde es freuen.